Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico von den Autolackaffen und begrüße euch zur Videoserie Geld verdienen mit Autopflege. In dieser Videoserie wollen wir euch an die Hand nehmen und wollen mit euch zusammen euer Geschäft im Bereich Autopflege, Fahrzeugpflege voranbringen. Entweder seid ihr schon dabei und denkt, es könnten vielleicht noch ein paar Sachen optimiert werden, oder ihr fangt gerade erst an und überlegt, wage ich den Schritt in die Selbstständigkeit? In jedem Fall wollen wir euch mit dieser Videoserie dabei unterstützen. Es geht sowohl um die tatsächlichen Techniken, also wie poliere ich ein Auto, wie schleife ich trocken, wie schleife ich nass, wie repariere ich Lieder, als auch um theoretische Sachen. Also was muss ich betriebswirtschaftlich beachten? Wie sieht es mit der Buchhaltung aus? Was muss ich da eigentlich machen? Was bedeutet Marketing? Wie viel Geld sollte ich für Werbung ausgeben? Und eben auch solche Geschichten. Außerdem werden wir noch mal ein bisschen Blick über den Tellerrand werfen und auch noch mal ein paar Sachen uns angucken, die Richtung Verkaufsschulung gehen, um euch einfach auch gegenüber dem Kunden vielleicht den einen oder anderen Tipp zu geben, wie ihr vielleicht besser Leistung an den Mann bringen könnt. Außerdem wollen wir im Rahmen der Videoserie auch ausstattungstechnische Merkmale beleuchten. Also brauche ich eine Hebebühne oder nicht? Wie sollte die optimale Aufbereitungshalle aussehen? Welches Licht brauche ich zur Aufbereitung? Und eben solche Themen. Wir werden auch gucken, dass wir mit der Zeit Profi-Equipment einfach testen und euch sagen, ist das geeignet oder ist das eher nicht geeignet. Außerdem wird es aus euren Kommentaren zu den Videos immer so eine Q&A-Folge geben. Ich weiß, es ist im Moment auch ein Trend auf YouTube, aber wir finden es einfach super, weil wir dann eure Fragen, die bestimmt viele haben, einfach für alle beantworten können. Also wir werden über 1 bis 2 Wochen, je nachdem wie viele Fragen kommen, die Fragen sammeln und die dann in einer eigenen Folge beantworten. Diese Videoserie werden wir normal oder im Takt mit unseren anderen Videos immer wieder einstreuen, um euch einfach vielleicht zu unterstützen. Und auch wenn ihr nicht unbedingt selbstständig sein wollt, werden bestimmt auch Inhalte mit dabei sein, die ihr nutzen könnt. Also, ich freue mich auf diese Videoserie. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wenn ihr schon Themen habt, die ihr unbedingt mal beleuchtet haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir haben noch ganz viel in dem Bereich zu tun. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bleibt sauber, eure Autolackaffen.